Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch die B23R. Die B23R ist eine Pistole. Ich gebe ihr 7 Punkte bei der Stärke, weil sie sehr gut ist für die Anfangsrunden und weil sie auch sehr stark ist auf den weiteren Runden. Sie hat Munition von 15 zu 105, ist ganz okay für eine Pistole, vor allem wenn man sie nachkaufen kann. Man bekommt sie bei Transit, Die Rise und Mob of the Dead, Buried und Origins. Dafür ist es aber so, dass man verschiedene Preise hat für die Waffen. Zum Beispiel bei Transit, Die Rise und Buried kostet sie 1000, bei Mob of the Dead nur 900. Die Munitionskosten betragen sich davon, wie viel sie gekostet hat, also die Hälfte. Bei Transit, Die Rise und Buried sind es 500, bei Mob of the Dead 450. Sie ist nützlich bei Transit am Anfang, weil man sie direkt im Bus kaufen kann und damit dann mit dem Bus direkt zu anderen Stationen fahren kann und währenddessen Zombies tötet. Bei Mob of the Dead lohnt sie sich auch am Anfang, weil man damit sehr viele Kills machen kann und Punkte aufbauen kann. Kommen wir mal zur B34R. Sie sollte ursprünglich Bier heißen, was so viel bedeutet wie Bär oder ja, also bestialisch, bärisch und ja. Sie hat eine Stärke von 9 verdient, vor allem weil sie stark ist und vollautomatisch ist. Nicht wie die normale B23, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, dass sie einen Burst Shot hat, also 3 Kugeln mit einmal drücken. Bei der gepäckgepunchten Version ist es anders, dass sie vollautomatisch ist und ja. Bei der gepäckgepunchten B23R ist es so, dass sie 20 zu 180 Schuss hat, ist in Ordnung. Vor allem, weil man sie auch nachkaufen kann und das eine Pistole ist. Ist sie mehrfach punchbar? Ja, wenn man sie packgepuncht, hat man schneller Nachladen und einen langen Lauf. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Aufsätze gibt, aber das sind die 2 Aufsätze, die ich bemerkt habe. Sie ist sehr gut für Challenges, da man überall an sie rankommt und auch schnell, egal auf welcher Karte. Zum Beispiel bei Transit, einmal kurz in den Bus rein oder wenn man direkt im Bus bleibt, hat man zum Beispiel so eine Art Challenge, Bus-Challenge, kann man sich direkt an der Wand oben kaufen für 4500 Punkte, also zum Nachladen natürlich. Bei Buried ist es so, dass man einfach nur um die Ecke gehen muss und da ist sie schon. Also ja, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, wo man sie bekommt, aber man bekommt sie auf jeden Fall überall, wenn man sie braucht. Ja, so, das war's von mir. Bis zum nächsten Video und haut rein.